Weißt du, du bist nicht die erste Hexe, die wir hier unten haben. Aber wenn du nett zu uns bist, können wir dafür sorgen, dass du so Fuß hier rausgehst. Hey, lass eure dreckigen Pfoten von hier! Und wenn schon, was willst du schon ausrichten? Tom? Nun gut, ich saß vermutlich zurecht im Kerker. Doch Celine war offenbar das Opfer einer heimtückischen Intrige geworden. Ah. Habt ihr meinen Lohn für das Testament Borberats dabei? Dreizehn Dukaten. Wie vereinbart. Es war schön, mit euch Geschäfte gemacht zu haben. Egal, wir haben unsere Mühe. Ihr seid der Erzähl nur. Schweig still, Händler. Unsere Mühle ist da. Zwei Reihe aus Knackers, mach nicht so ein Gesicht. Komm, trink einen Schluck und vergiss die Kleine. Das Wort ist, sehen wir nächstes Jahr wieder. Ja, das Opfer eines Komplotts des Barons geworden. Ich bin Lucius von Sichelberg. Ich will dich retten. Du bist das Schoßhühnchen Sensensteins. Woher weiß ich, dass du nicht Teil dieses Komplotts bist? Wenn du leben willst, sei still und komm mit. Hey, und was ist mit mir? Ich bin auch ein Opfer eines Barons des Komplotts geworden. Ich helfe keinen Dämonenbündlern. Nehmt mich mit oder ich rufe die Wachen. Warum hast du das getan? Mich befreit, meine ich. Mein Vater hat immer gesagt, es sei an den Dienern Rondras, die Unschuldigen zu schützen. Besonders Rondra gefällig war, das Niederschlagen des Wächters aber nicht. Allerdings nicht, hat niemand gefragt. Ich habe auch nicht viel drauf gegeben, was mein Vater gesagt Sturm aufzieht. Ich fühle, wie die Dunkelheit sich ausbreitet. Der Wald des Todes, er wird sich öffnen und Dinge werden daraus hervorkriechen und über das Land herfallen. Deswegen geht ihr doch, oder? Nein, ich spüre nichts. Lasst auf mich in Ruhe.
verfluchte Tieferkacke! Dampf! Und jetzt? Damit wären wir dann wohl quitt. Hey, und was ist mit mir? Einen versteckten Pfad, der uns zur Reichsstraße führen wird. Buri, ein Freund von mir, wird dort auf uns warten. Rühr keinen Finger, Hexe! Gut, ihr habt sie erwischt, Lucius. Entwaffnet sie beide und bringt sie mir. Ihr werdet sie nicht bekommen. Bei den Zwölfen! Ihr stellt euch auf die Seite dieser Dämonenbude? Ihr verratet mich für diese Metze? War ich nicht immer wie ein Vater für euch? Sie ist unschuldig und das wisst ihr. Weder trägt sie die Schuld an meinem Sturz, noch war das Testament Borberats das ihre. Das Testament Borberats? Wie kommt ihr darauf? Wie euch während der Verhandlung aufgefallen sein dürfte, spricht diese Frau kein einziges Wort, Bosparano. Ich habe langsam das Gefühl, dass euer Streben nach Gerechtigkeit nichts anderes ist als euer Wunsch nach Rache. Oder war sie es nicht, die euer Werben mehrfach abgelehnt hat? Kann dann Waldemar von Sensenstein mit solch einer Schmach nicht leben? Ich werde euch diese Lappalie vergeben, wenn ihr mir sie sofort übergebt. Bald kommt eine große Zeit. Dann brauche ich jedes Schwert. Auf meins werdet ihr verzichten müssen. Das ist bedauerlich, aber wie ihr wollt. Tötet ihn! Tötet ihn! Alrik, Torbrecht, wir kämpfen Seite an Seite am Sichelstieg. Du kennst die Regeln, Lucius. Befehl ist Befehl, Sold ist Sold. Selins Magie war so stark, wie ich sie noch nie zuvor bei einer Hexe erlebt hatte. Sie riss einen Spalt ins Sphärengefüge und lockte jenseitige Wesen an. Schlag zu! Ah!